Seit Jahr 1943 gerne erwartet, dass der Goebbels schlichtet. Kann man nichts dran machen. Unser Lehrer hat damals in der Schule schon immer gesagt, ich kann das Thema nicht mehr hören. Er hat immer gesagt, ihr geht schließlich in die Schule, um was zu lernen. Mein Vater hat schon recht gehabt, wenn er früher immer gesagt hat, Erziehung ist kein Zuckerschlecken. Aber heute kriegen sie heute Zucker in der Arsch geblost. Ja, ich, ja, nee, da hat zum Stefan schon gesagt, ich habe gesagt, das kannst du haben. Ich habe gesagt, das kannst du haben. Aber Würfelzucker. Ich habe gesagt, es gibt Situationen, wo sich auch ein Arschloch anpassen muss. Ja, wissen Sie, wie ich früher groß war bin? Das kann ich dir sagen. Mit Erziehung. Heute kommen Sie mit pädagogischer Beratungsstelle für überforderte Ältere. Da kann ich nur sagen, leck mich am ungewäschten Arsch. Und in die Kapp geschiss. Ja, mein Vater hat sie mir früher nicht gesagt, das darfst du nicht. Oder da müssen wir mal drüber reden. Der hat mir an die Backe geschlagen und da war Ende der Beratung. Und meine Eltern haben kein Betreuungsgeld gehabt. Gut, die haben nicht geracht, nicht gesufft. Silde hat da in seiner, sagt man da, großräumigen Verwandtschaft hat eine, zu der haben sie immer nur die Tante Erika gesagt. Und die hat auch so eine eigene Vorstellung von Kindeserziehung gehabt, weil wir gerade darüber geschwitzt haben. Jetzt, wie soll ich Ihnen das erklären, dass Sie sich in etwa ein Beispiel machen können? Der Apfelkuchen mit Vollkorn und ohne Zucker gebackt. Das hat mir so alles alternativ Sinn. Sogar das Olivenöl. Wie hat sie immer gesagt, die Kinder müssten sich selbst entwickeln. Ja, sie selbst hat kein Kinder gehabt. War auch nicht verheiratet. Im Gegenteil. Die hat da mit einer Frau Wie sagt man dann, nicht homöopathisch? Ja, und die wollen sie ja jetzt gleichstellen. Ne? Also mit der gesunden Ehe. Ne? Kein Wunder, wenn es eine Rezession gibt. Ne? Kann man sagen, Gott sei Dank hat sie keine Kinder gehabt. Es gibt genug Elend auf der Welt. Ja, aber die schwätzt über Kindeserziehung. Ist doch dasselbe, wie wenn, weiß es nicht, der Schäuble Tanzlehrer wäre.
Und so ist das bei dem Erika A. Wenn man behindert ist, kann man nicht alles machen. Das ist ja der Thomas, hat sie immer gesagt, sie findet das nicht gut, dass der Stefan an der Fasnacht als Cowboy geht. Dort geht er schon lernen, mit der Gewalt umzugehen. Also da Mr. Head, Malbaro, Rache und Lungenkrebs haben. Das sind alle so Ansichten, so, wie sagt man, aus dem grünen Bereich. Genau wie die Anna sagt, das muss ich noch kurz erzählen. Und nicht, dass sie jetzt denken, dass ich das aus der Luft schüttle. Wir waren vor, 3 Wochen beim Hedwig auf seinem 70. Geburtstag. Waren auch viele, die ich nicht gekannt habe. Sitzt mir am Tisch gegenüber ein, weiß nicht, ob sie verheiratet waren, Anfang, Ende 40. Ne? Der ganze Abend Palaver miteinander gehabt. Ne? Mich hat das nicht interessiert, aber da habe ich immer zugehorcht. Und sie wissen ja, wie es geht. Ne? Immer lauter hin und her. Ne? Bis sie wörtlich gesagt hat, Wort für Wort. Sinngemäß. Sagt sie, ja, du musst was sagen, du bist im Bett doch eine Null. Sagt er, ja, was soll aber auch ein Jockey auf einem toten Pferd? Totenstille. Es war schlagartig so ruhig, da können sich manche Beerdigungen scheib abschneiden. Und du hättest mal die Blicke von ihr sehen sollen. Kannst du mimisch gar nicht nur machen. Jedenfalls nicht beim Gesicht. Nächsten Tag habe ich Hedwig noch mal getroffen, habe ich gesagt, und hat sich das gestern da oben mit den zwei da noch einmal, sagt man da, ingerenkt. Sagt, ja, er hätte eine halbe Flasche Cognac getrunken und sie hätte recht vor dem Abend im Auto gesetzt und geheilt. Habe ich gesagt, na ja, dann ist ja alles in Ordnung. Muss man alles mal mitgemacht haben. Wenn einem so viel Gutes widerfährt. Gut, bis spätestens gleich. Morgen um 22 Uhr geht's weiter. Mit Teil 2, Gerd Dudenhöfer. Es gäbe jetzt auch schon. Jetzt, wie haben sie am Stammtisch gesagt, schon das gar nicht verstanden. Sehbestattung für Blinde. Warum nicht? Gerd Dudenhöfer in seinem Soloprogramm Sackgasse. Teil 2, morgen um 22 Uhr. Hier im SWR-Fernsehen. Jo oder so. Er kann schnell und auch langsam. Er zeigt Emotionen und ist ein echter Draufgänger. Aber er ist immer authentisch. Tatortkommissar Ritchie Müller in einem ganz persönlichen Porträt. Donnerstag, 22 Uhr.
Konzerterlebnis voller Gefühl. Andrea Berg in ihrer sensationellen Live-Show. Ich würde es wieder tun mit dir heute lang. Tun Sie es einfach am Freitag um 20:15 Uhr hier im SWR Fernsehen.